Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei They Are Billions. In der letzten Folge haben wir uns gegen Wellen erwehrt, haben etwas mehr Hausputz betrieben. Hier unten baue ich gerade wieder die Verteidigung auf, die demoliert wurde. Die Gießerei wurde angefangen und bis zur nächsten Wave in an Tag 60, nicht in 60 Tagen, an Tag 60, werden wir mal hier oben weiter sauber machen und gucken, wie wir die Kolonie weiter aufarbeiten, aufrüsten, um uns vor den Horden der Untoten, beziehungsweise hier sind es Infizierte, zu schützen. Wir brauchen auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch einiges an Ressourcen, um hier diese lustige Siedlung hoch zu pushen. Ich brauche nämlich Leute, ja, ganz viele Leute. Ich habe die Möglichkeit, auf das Steinhaus hochzugehen. Allerdings braucht das so viel Energie und andere Ressourcen noch zusätzlich, dass ich lieber hier die Siedlung erstmal mit Holzhütten bearbeite, beziehungsweise hier sogar noch eine zweite Ansammlung von Markt, Bank und Gebäuden hinbauen würde, bevor ich als Steinhaus-Upgrade an das Steinhaus-Upgrade rangehe. Daher, wir gucken mal, was diese Folge passiert, wie das so weitergeht und was wir alles auf dieser wunderbaren Map noch finden werden. Und während des Ressourcensammelns kann man natürlich hier Hausputz betreiben. Wir hatten schon einige Harpien, wir haben schon einige Dicke gehabt. Also Chubbies heißen die, glaube ich, im Englischen. Und werden auf jeden Fall noch einiges sehen. Und was ich auf jeden Fall sehe, sind immer mehr dieser kleinen Punkte, die ich noch als zusätzliche Perimeter Defense aufrüsten möchte. Bis zur letzten Welle, die ja dann von allen Seiten kommt und auch schon gefährlich sein könnte. Mit weiteren Bewohnern funktioniert das hier alles ganz gut. Diese nutze ich dann gleich erstmal, um mehr Energie zu erschaffen, also mehr Mühlen zu bauen. Dann gucke ich mal weiter. Da ist so eine Harpie zum Beispiel gewesen. Dann gucke ich mal weiter, dass ich meine Ressourcen erstmal pushen kann, bevor ich dann wieder irgendwas anderes baue. Warum kommen denn hier so viele Drecksviecher? Man weiß das nicht, ne? Und diese Spucker-Typen, ne? Die sind verdammt fies. So viel Damage-Output, wie die haben. Naja, die machen sich hier ganz gut zurzeit noch. Da kommt ein Chubby. Vielleicht sollte ich die Angeschlagenen, dass die nicht sofort vornüberfallen, mal etwas nach hinten bewegen. Ja. Schnell geschaut. Da habe ich Mühlen hingebaut. Dann kann ich, glaube ich, hier weitermachen. Hier eine. Hier kann bestimmt noch eine hin. Dann dort. Dann habe ich schon wieder nicht mehr genug Holz. Und ich nutze ein wenig Holz, um das hier mal ein bisschen zu erweitern. Irgendwie so, glaube ich. Wie mache ich denn das? Ah, ich will alle Felder eigentlich bedecken mit Strom. Da lasse die beiden unten aus. Ja. Also hier erweitere ich das dann alles so ein bisschen noch, um dann vielleicht noch die nächste Siedlung dahin zu bauen. Oder Teilsiedlung. What the fuck? Was ist denn das? Wo kommen die alle her? Meine Güte. Okay. Ist ja gut, schreibt mich nicht an. In der Gießerei, die jetzt fertig wurde, könnte ich den Vollstrecker erforschen. Das ist diese Gatling Gun, die aus der Balliste wird. Die Radarstation für mehr Sichtweite der Beobachtungstürme. Eine Ölplattform, sehr wichtig hier, um diese Ölquellen schon mal zu besetzen, um das zu generieren, weil Öl ist die kostbarste Ressource und bringt auch am meisten Gold-Income. Wenn es dann on the long run geht. Deshalb erstmal die Ölplattform, damit ich das hier
zumachen kann. Ich habe ja hier 1, 2, 3, 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, 4 Ölquellen direkt in meiner Basis. Und da kann ich dann schon mal einiges an Ressourcen scheffeln. 1, 2, 3. Ja, hier. Ja, da. Ne? Und dann schaue ich hier mal weiter. Wieder ein bisschen was aufgerüstet. Ist jetzt hier oben mal langsam gut? Irgendwie nicht, ne? Wahrscheinlich ziehen die Scharfschützen gerade so viele an, weil die ja doch irgendwie laut sind. Aber da ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den man bedenken sollte beim Spielen. Stellt hohe DPS-Einheiten auf die wichtigsten Ziele, also hier unten auf diesem Button, und die anderen auf die nächsten Gegner. Dann picken sich nämlich zum Beispiel die Scharfschützen immer die Harpyen-Chubbies oder die Spitter raus. Was ja dann den Vorteil hat, dass ihr euch mit denen nicht mehr so rumärgern müsst. Beziehungsweise, dass die umgeschossen werden, bevor sie es schaffen, an eure wichtigen Einheiten ranzukommen. Du, das wird mir dann sonst doof hier, Leute. Was ist das? Was ist denn das? Warum? Na gut. Ich würde sagen, taktischer Rückzug, ne? Alter. Um das mal salopp zu formulieren. So. Da muss ich mich jetzt mal kümmern. Bevor die hier gleich. Na toll. Sniper verloren, Ranger verloren. Dann gehe ich, glaube ich, mal nach da oben und guck mal, was da so passiert. Das war jetzt doch schon viel und auch krass. Okay. Hier, Perimeter Defenses, einmal hier nochmal so einen kleineren inneren Wall reinziehen für hinterher. Da gucke ich dann, ob ich das aufrüsten muss. Hier sollte letztendlich noch ein Wall rein. Was auch ganz gut passt. Okay, die Mühle steht ein zu weit vorne. Ich glaube, das passe ich nochmal an. Also. So. So. Da ist ein Platz fürs Tor. Oh. Also schon mal ein bisschen den Bauplatz hier vorbereiten. Damit ich hier schon mal alles gut organisiert habe. Da brauche ich noch ein Holz. Habe ich. Dann baue ich hier die Mühle wieder hin. Hier mache ich mit Strömung weiter, damit ich hier auch irgendwie alles abgedeckt bekomme. Das gefällt, also das war jetzt echt ein bisschen Blade, würde ich sagen. Naja, so, ich habe 23 Bauarbeiter, Arbeiter. Das heißt, ich könnte mal Scharfschützen ausbilden. Problem, ich habe nicht genug Holz. Also werde ich, glaube ich, lieber hier meine Verteidigungs Stellungen, die äußeren, Stück für Stück aufrüsten. Hier kommen wahrscheinlich eher welche lang als hier oben. Hier sollte ich auch aufrüsten. Da fehlen mir dann, ha, genau 7 Stein, ne, 4 Stein, um den Turm aufzurüsten. Ölplattform wurde erforscht. Na komm, gib mir Stein. Du willst es doch auch. Moin. Los. Los. Do it. Ja, so. Was brauche ich denn für eine Ölplattform? Ah, guck mal. Stein. Wie toll. Okay, ich brauche auf jeden Fall irgendwie was, dass ich mehr Stein bekomme. Das ist ja schon ein bisschen nervig. Allerdings habe ich bis auf dieses nicht wirklich ertragreiche von 2 nicht die Möglichkeit hier noch. Außer jetzt hier an dieser Seite.
Ich wollte hier oben aufräumen, ne? Hier habe ich Steine und Gold. Ja, ich glaube, hier breite ich mich jetzt als nächstes aus. Das macht Sinn. Das ist auch eigentlich am nächsten ran. Gucke ich mal, wie das hier oben ist, um mich weiter zu verteidigen. Hier ist ein riesengroßes Goldfeld. Das ist sehr lohnenswert. Vielleicht arbeite ich mich ja hier so außenrum. Das hieße... Das hieße, ich muss mal schauen. Da brauche ich keine... Da muss ich das hier irgendwie zumachen. Strom brauche ich da. Pass auf. Dann gehe ich mit denen erstmal in diese Richtung. Ist natürlich wieder hier oben, wo die vielen bösen, bösen Viecher kamen. Aber dann kann ich das nach da zumachen. No? So machen wir das. Dann habe ich hier den Turm, der mir die Möglichkeit gibt, das hier zuzumachen mit Verteidigungsplattformen, wie zum Beispiel einem Vollstrecker. Ich werde als erstes das Radar erforschen, um mehr Sichtweite zu bekommen. Dann mache ich das hier zu mit Abwehr. Hier kommen Sniper drauf, die können dann auch noch da schießen wahrscheinlich. Hier muss ich noch was Kleines zumachen. Wenn ich dann nach hier ausbreite, kann ich hier schon die Ressourcengebäude hinstellen. Sounds like a valid plan. Ja. Das sieht gut aus. Gut. Wo ich übrigens gerade das Wort Scharfschützen mal in den Mund genommen habe. 2, 4, 6, 10. 10 Scharfschützen. Und die werden sich bitte dorthin begeben. Hier muss ich nämlich meine Verteidigung jetzt auch nochmal überdenken. Ich sollte nämlich hier oben eine Tür reinbauen, dass ich dann vernünftig die Soldaten auch hier rumschicken kann. Wenn hier Verteidigung, da Verteidigung ist, dann macht es mir Sinn, eigentlich hier das Stück nochmal aufzureißen und dort eine Pforte einzuflügen und diese dann so nochmal zu verteidigen, nicht wahr? Ja, macht Sinn. Definitely. Dann sehe ich gerade, dass ich nicht genug Gold habe. Warum nicht? Was ist da los? Achso, ja, stimmt. Ich habe die Scharfschützen gebaut. Klar, die kosten ein bisschen was. Okay, weitere Stromeinrichtungen werde ich bauen hier. Dann noch da eine. Dann kann ich das hier ordentlich zumachen. Wenn es bis dahin erforscht ist, auch schon mit einem Vollstrecker vielleicht. Ich schicke mal 3 der Damen hier hinten hin. Nicht, dass ich hier von der Seite irgendwie überrascht werden sollte. Eine Ölplattform. Wo ist denn das nächste? Da sind die. Da und da. Hier habe ich doch ein Lagerhaus, oder? Das schließt es aber nicht mehr ein. Also es ist prinzipiell egal, wo ich die Plattform baue. Jawohl, die Sniper sind ready. Achso, da ich da die Tür gebaut habe, kann ich die jetzt auch einmal da oben hinschicken. So. Jetzt laufen die natürlich noch hier außen rum. Natürlich. Dafür brauche ich erst wieder Arbeiter für die nächste Plattform. Also Häuser aufrüsten. Dann hier die nächste Tesla-Coil. Brauche ich, glaube ich, hier so hin, oder? Da habe ich dann davor noch am meisten Platz, um hinterher sowas wie Minen oder Fallen anzubringen.
But why are they walking around there? Ich glaube, ich schicke die nochmal manuell hier rum. Und setze jetzt hier meine Verteidigung. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch ganz okay. Noch eine zweite Reihe dahinter. Da setze ich dann einen Turm auch irgendwo hinterher noch rein, glaube ich. Lass mich das mal überlegen. Ne, ich brauche das eins weg. So. Ich könnte hier eine große Verteidigung, eine vollstrecken. Dann baue ich hier einen Turm hin, genau. Der muss dann zugänglich sein. Dann kann ich hier wieder was Großes hinsetzen und daneben. Dann lasse ich das dafür einen Turm frei, falls ich dann wirklich vorne nochmal einer einen reinsetze. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Der Turm hält nämlich mehr aus als eine normale Wand. Das ist dann schon ganz okay. Ich wurde in den Kommentaren angeschrieben übrigens, dass ich mal die Kampagne ausprobieren sollte. Wenn es in eurem Interesse ist, dass ich dies tun soll, dann könnte ich ja da mal rangehen, nachdem diese Runde dann beendet ist. Müsst ihr mir halt nur schreiben. Übrigens, Dizzy, pass auf, ich hätte Bock, das und das zu sehen. Dann überlege ich es mir mal ernsthaft, ob ich an die Kampagne rangehe. Ich habe selbst da auch noch gar nichts mitgespielt. Ich habe nur den Announcement-Trailer gesehen. Und der sah eigentlich schon mal ganz gut aus. Also wie gesagt, die Kommentarsektion steht euch da zur Verfügung. Schreibt rein, wenn ihr Bock habt, das zu sehen. Wie wird die Verteidigung denn hier organisiert? Einen Vollstrecker, also eine Abwehrwaffe. Dort und dort. Kann ich dann davor in die Ecke einen Turm setzen? Können die so diagonal da reinlaufen? Ich bin mir unsicher. Einen Vollstrecker hier. So viel ist klar. Dann, ich könnte auch den Turm hier hinter setzen, ne? Den anderen Vollstrecker hier hin. Hier die Wände vor, da vorne noch eine MG-Stellung vor. Oder halt den Turm hier hin und den anderen Vollstrecker auf die Seite. Ja, ich spreche von Vollstrecker, baue aber eine Balliste. Ich plane ja schon im Voraus sozusagen. So, dann bitte noch. Genug Gold. Dann bitte noch die beiden Soldaten für den Turm nachbauen. Nachdem die Sniper dann alle fertig sind. Solange lasse ich die hier stehen. Baue mir hier die Mauer zu. Dann hier eine Beobachtungsstation. Denke ich doch mal. Dahin. Da noch eine Mauer. So. Dann sehe ich nämlich nach da oben auch, was alles los ist. Beziehungsweise wenn ich es aufs Radar aufruste gleich, dann sehe ich da ja sogar noch mehr. Dann brauche ich nur noch gleich mal den Fallstrecker erforschen. Ja, so geht das langsam voran. Und die Sniper teile ich jetzt auch langsam zu. Da ist einer. Da ist einer. Hier ist einer. Ich glaube, hier auf der rechten Seite war das nur, wo ich noch keine. Genau, da hatte ich noch keine. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Macht natürlich total Sinn, die hier rumgeschickt zu haben vorher. Du gehst da rein. Und du gehst bitte dort rein. Dann kann er sich hier rein begeben. Dieser Schnieper geht dort oben in den Turm gleich rein. Wenn hier die nächsten beiden fertig sind, kann ich dann ja da die Türme auch noch besetzen. Beziehungsweise braucht ihr eigentlich gar nicht erst dahin schicken, ne? So,
da sehen wir nämlich, hier oben geht es einmal rum. Und ich sehe da ein paar böse Buben und werde hier noch eine Knifte hinstellen, um das Ganze zu sichern. In dem Rahmen, in dem ich mich befinde, kann ich noch nicht so wirklich viel bauen. Ich habe hier noch eine Tesla-Spule, weil hier gerade so ein guter Platz ist, da drunter eine Mühle. Und ich glaube, sinnvoll wäre es, die Jungs da aufzustellen. Oder? Erstmal, weil das ist ja weiter vorne. Kann dann auch nochmal eine Balliste hin. Bei den Scharfschützen. Da steht einer drauf, da steht einer drauf. Dort auch. Die beiden Scharfschützen gehen mal an das Tor. Da brauche ich noch ein bisschen Gold für. Dann brauche ich wieder Arbeiter. Na, hallo? Die beiden. Aufrüsten. Die drei. Na gut, zwei. Aufrüsten. Das Teil hier könnte ich zu einer Radarstation erweitern. Dann sehe ich nämlich hier, wo ich jetzt als nächstes rumgehe, schon mal mehr. Es dauert dann natürlich... Das auch vielleicht. Ja, komm. Es dauert dann, bis ich den Vollstrecker erforschen kann, noch mal ein bisschen länger, aber... Ist ja schon ganz sinnig. Dann kann ich das Ding hier abreißen. Nee, kann ich noch nicht, oder? Der sieht bis hier. Der sieht bis hier. Doch, kann ich eigentlich. Das brauche ich dann da nicht mehr zwischendrin. Den hier brauche ich eigentlich auch nicht. Und den auch gar nicht. Aber. Mal geguckt. Nee, das war's. Mehr habe ich hier nicht an der Stelle. Ich überlege gerade, welche ich aufrüste, welche Station. Die hier unten wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn ich da mehr sehe. Dann kann ich aktuell noch die hier. Die nicht mehr, genau. Okay. Weitere Gebäude aufrüsten, weil ich brauche die Arbeiter. Keine Frage. Das muss. Dann gucke ich mal, wo brauche ich denn die nächste Verteidigung hin? Hier ist ein bisschen blöd wegen der ganzen Ressourcen. Auf der Ecke. Aber da seht ihr schon, was die Radarstationen alles aufdecken. Das ist schon richtig krass. Das schafft auf jeden Fall sehr viel Überblick. Und jetzt weiß ich ja, warum von hier hinten so viele Viecher kamen. Weil da die ganzen Dicken auch stehen. Okay. Das ist eine Radarstation. Das hier rüste ich dann auch eben auf. Weitere Gebäude. Hier ist dann auch die Tesla-Spule. Dann baue ich hier die nächste hin. Hier gucke ich gleich mal, wie ich die Verteidigung am besten reinziehe. Oder setze ich die hier rein. Hier ist aber so ein relativ großes Stück. Oder hier. Als Zwischenstufe. Was brauche ich denn? 30 Holz dafür. Okay, habe ich. Kann ich hier mal mich um Steine kümmern? Also hier, jetzt haben wir so ein wunderbares Beispiel. Hier kriege ich 3 Steine. Toll. Hier kriege ich auch 3 Steine. Hier bekomme ich 3 Steine und 30 Gold. Also setze ich natürlich den Steinbruch hier zwischen. 44 Nahrung ist okay, aber weil ich hier gerade die Möglichkeit habe, kann ich halt auch 2 Fischerhütten hinbauen. So, da kriege ich hier auch direkt nochmal ein bisschen mehr Nahrung zu
Verfügung gestellt. Und es wird weiter aufgeräumt. Ja, genau, das sind die Scharfschützen, die so viele ziehen. Weil die so extrem laut sind. Aber gut. Dafür haben sie so ein DPS, dass man sich schon irgendwo hinstellen muss. So. Jetzt nachgerüstet. Wo fehlen Sniper? Da sind welche. Da ist noch keiner drauf. Da ist einer. Also den Sniper mal nach dort. Wo wir gerade hier an der Seite sind. Das sehe ich eigentlich fast alles. Aber um die Deckecke da auch noch zu sehen, rüste ich das noch zur Radarzentrale auf. Hier habe ich die schon, genau. Hier ist nur ein Wachturm, der wird aufgerüstet. Das hier kann auch nicht. Da warte ich noch die paar Sekunden, bis ich die beiden aufrüsten kann. Zack. Da fehlen mir Steine. Und, nee, da ist auch noch einer. Und dann sind doch eigentlich fast alle schon aufgerüstet als Radarstation. Dann sehe ich schon so viel von der Map. Das erleichtert die Sache doch auch um einiges. Was ich auf jeden Fall noch brauche, als nächstes, sind dann weitere Soldaten, die in die Hunting Party reingehen können. Brauche ich den überhaupt noch, den Wachturm? Das hier macht dann hier alles. Das habe ich hier oben. Ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Unwahrscheinlich. Ja, also, wie gesagt, dann brauche ich gleich Soldaten für eine Hunting Party. Damit ich da ein bisschen weiterkomme. Hier könnte ich theoretisch gleich noch gucken wegen der. Wobei, brauche ich da wirklich eine Eisenmine? Auf der Ecke hier? Nicht, ne? Eher hier. Da kriege ich mehr. Also kann ich da die Tesla-Spule hinstellen. In 3 Tagen kommt die nächste Welle. Oh je, oh je. Und als nächstes ist dann auch der Vollstrecker dran. Ich habe jetzt schon lange drüber geredet. Den brauche ich auf jeden Fall. ...3000 kostet er mich. Hier kann ich noch eine wunderbare Verteidigung einrichten. Oh, das sind alles so schöne Stellen, aber so weit draußen. Verdammt. Da wäre die Möglichkeit, hier und hier auch noch was hinzusetzen. Also ihr merkt das Dilemma, das ich habe. So viele gute Stellen, so wenig Ressourcen und Möglichkeiten durch diese Ressourcen begrenzt. Da kommt eine Harpie. So, der Vollstrecker wird gebaut. Dann könnte ich doch... Ach, da brauche ich wieder Energie für. Na toll. Wollte ich gerade sagen, könnte ich doch die nächste Ölplattform bauen, aber... Es möchte nicht, dass ich diese baue. Es möchte es nicht. Dann baue ich mir eine Mühle. Dort. Und ich baue mir eine Mühle... Mal gucken. Dort. Ich finde, die kann man immer ganz gut am Rand irgendwo bauen. Brauche ich da Strom? Hm. Weiß ich gar nicht. Nee, ne. Brauche, glaube ich, erst eher das hier oben. Um hier diese Situation mit der Verteidigung hier einmal anzugehen. Und
zwar muss ich das dann hier lang bauen, hier rum und hier. Hier könnte ich eine Tür reinsetzen. Hier auf die Ecke dann einen Turm. Ja, das sieht so aus, als würde ich das wollen. Achso, ja, Energie, stimmt. Die Mühlen, da warte ich drauf. Come on. Do it. Do it now. Vor allen Dingen, das Ganze mit Energie ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig hinterher. Wenn ich diese ganzen dicken Verteidigungsanlagen aufstelle. Hier passt zum Beispiel wunderbar eine rein. Hier auch eine. Und dann mache ich das tatsächlich so. Hier baue ich einen Doppelwall raus. Die hole ich mal hier hinten hin, damit die da ein bisschen aufräumen. Hier setze ich sicherheitshalber nochmal ein zweites Tor hin. Weil das dann ja wahrscheinlich die äußerste Stelle ist, wo ich was verteidigen muss. So. Genau, hier zwischen kommen dann zwei Vollstrecker. Das ist dann zwar nur eine Mauer tief, aber das ist ja auch nur der vorderste Verteidigungsring. So, dann bräuchte ich 2, 4. Passt. Und dann noch gleich jeweils einen Sniper. Ja, es wird langsam kostenintensiv, alles dauerhaft zu verteidigen. Aber da bereite ich mich lieber schon mal jetzt drauf vor, das zu machen. Anstatt hinterher ins Schwimmen zu kommen, wenn es dann an die späteren Wellen geht. Und wenn ich wirklich weiß, an der und der Stelle brauche ich vielleicht in der gar keine Verteidigung mehr. Kann ich die Soldaten ja auch wieder rausziehen, an eine andere Stelle packen, dann passt das eigentlich auch ganz gut. So, ich brauche Arbeiter. Und Energie, das heißt, Energie ist gerade aufgerüstet worden. Kann ich mich jetzt hier erstmal um die ganzen Zelte kümmern. Holz brauche ich. Da könnte ich jetzt mal im Markt Öl verkaufen. Das bringt nämlich, wie ihr seht, sehr viel. Bisschen Holz kaufen. Ist jetzt zwar überhaupt nicht ressourceneffizient, aber ich brauche es jetzt, um voranzukommen. So. So, hier könnte ich auch noch gleich einen Wall hinbauen, oder? Nee, kann ich nicht. Hier auf die Ecke kann ich auch nicht mehr. Und mit 1200 Leuten habe ich auch noch die Möglichkeit, hier einen weiteren Bürgermeister zu wählen. Ich habe die Möglichkeit, Bonus 12 Soldaten oder eine große Farm beschafft 20% mehr Nahrung. Kann man natürlich jetzt abwägen. Baue ich eine große Farm, die ist sehr kostenintensiv. Wenn sie allerdings noch mehr Nahrung macht, ist es natürlich wieder der Bonus. Besser als, also ein dauerhafter Bonus, besser als halt nur 12 Soldaten zu bekommen, die ich mir auch so selbst bauen kann. Deshalb nehme ich das mal. Und werde dann wahrscheinlich auch gleich die große Farm erforschen.
Okay, 22 Bewohner. This calls after this oder so. Auf jeden Fall ein paar Jägerinnen mehr, um die Jagdgruppen zu unterstützen. Dann muss ich das hier alles mit Strom voll machen, um hier vernünftig auch Gebäude zu bauen. Das wird dann nämlich hier der nächste Teil meiner Siedlung. Dann könnte ich hier irgendwo bestimmt noch da für 22 Fischerhütte. Da muss ich gleich gucken, wie das so weitergeht. Glaube ich. So, hier brauche ich wieder ein bisschen mehr Gold für die nächste. Für die nächste Ölplattform. Das sind schon die Streuner vor der Welle. Ich glaube, das hatte ich in den letzten Videos schon mal gesagt. Immer ein paar Tage vor der nächsten großen Welle kommen so Streunergruppen an. Zwei Soldaten in den Turm bitte. Das wäre mir sehr wichtig. Und sobald ich weiß, wo die Welle herkommt, kann ich die Gruppe ja auch abziehen und passend platzieren. Dann gibt es nochmal 10 extra Jägerinnen für die Hunting Party, um die Karte auch dann langsam leer zu räumen. Und wir sind wieder in dem Dilemma. Ich brauche mehr Arbeiter, weil die Hunting Party kostet natürlich. Es ist doch dieser ewige Teufelskreis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Dann kann ich nämlich hier Bank und Markt irgendwie hinsetzen. Dann wird das bestimmt richtig fabulös. Kann ich hier noch Welle vorsetzen? Kann ich. Also mache ich das auch. Kann ich die hier aufrüsten? Kann ich. Da fehlt mir noch Gold für. Also mache ich das auch gleich. Ja, so langsam die Verteidigung dann auch hochziehen. Denn Stein hält nun mal mehr aus als Holz. Ist so, brauchen wir uns keinen für vormachen. Und ich hoffe natürlich auch, es stört euch nicht, dass ich jetzt sozusagen immer ein bisschen weniger rede mal. Liegt ein Stück weit auch da natürlich daran, dass es aufwendiger wird, hier die kognitive Kapazität einzubringen. Also ich muss halt ein bisschen mehr nachdenken, was ich so mache. Und wir sind an dem Tag, an die nächste Welle kommt. Das heißt, ich warte jetzt gleich nur noch auf die Meldung, wo die herkommt. Aus dem Norden. Dann steht die Truppe hierher schon mal gar nicht so verkehrt. Und die können dann, glaube ich, mal nach da ein bisschen aufräumen. Bis ich weiß, wo die genau herkommen. Uiuiuiui. Leute, Leute. So, das Energieproblem ist wieder da. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch Tesla-Spulen hinbauen, damit ich das hier oben auch noch mit Mühlen zubauen kann.
Oh, lass die bitte irgendwo kommen, wo ich das gut verteidigen kann. Da werde ich ein bisschen nervös. Natürlich, genau von hier oben. Okay. Das heißt, die Scharfschützen ziehe ich jetzt schon mal zurück. Die sind ja langsamer. Und die Damen gehen jetzt hinterher, damit die nämlich nicht im Offenen angegriffen werden. Da baue ich die beiden Ballisten. Da noch schnell ein paar Wespen. Verkauf etwas Öl und Eisen. Ah, verdammt, zu viel verkauft. Verdammt. Nee, habe ich mich jetzt total verklickt. Ich brauche jetzt 10 Eisen für eine Wespe. Hier könnte ich schon mal eine hinstellen. In der Hoffnung, dass jetzt gleich ein Klick kommt, wo ich wieder Geld bekomme. Ja. Da kommen sie. Da kommen sie. Verdammt, verdammt, verdammt. Genau an die Stelle, wo ich jetzt erst hinterher angefangen habe zu bauen. Die von der Seite gekommen wären, hätte ich es angenehmer empfunden. Naja gut, dafür habe ich hier oben die Sniper drin und die ganzen Jungs dahinter, also. Und die erste Wespe wird fertig, schafft aber nicht wirklich viel auszurichten. Nee, wird zerrissen. Gnadenlos. Die nächste Wespe überlebt. Okay. Das war die Wave. Alles reparieren. Mauer. Das kann ich direkt um eine Steinmauer ergänzen. Wespe. Da. Wieder hin. Und das war die nächste Wave. Die nächste kommt dann in 7 Tagen. Also Intervalle werden kürzer, habe ich ja schon gesagt. Die Jägerdamen werden mit zu der Gruppe dazugepackt sofort. Die Verteidigung wird verstärkt. Ihr geht nach dort bitte einmal. Das kann ich aufrüsten und reparieren. Klicke ich da alle auf dem Bildschirm an, wenn ich doppelklicke? Nee, insgesamt alle. Die will ich ja nicht alle aufrüsten, also von daher. Das macht jetzt keinen Sinn für mich. Ich brauche mehr Strom. Gleich für die nächsten Gebäude-Upgrades. So, aufrüsten. Ja, leicht nervös bin ich, muss ich sagen. Was als nächstes alles passiert. Und wir räumen noch ein wenig auf.
Da ist eine freche Harpy. Das sind natürlich hier so Stellen ganz am Rand der Karte. Die werden wunderbar, aber die werden in der letzten Wave gar nicht so lange halten. Deshalb wäre das auch Quatsch, sich nach dort vorzuarbeiten. Okay. Da oben sind gar nicht mehr so viele. Dann geht die Gruppe mal nach dort. Oh, 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 oh. Oh, Nahrung. Nahrung ist ein Problem. Große Farm erforschen. Und weitere Farmen bauen. Hier für 40. Ist okay. Ist nicht übel. Hier für 50. Hier für 54. Dann bin ich erstmal wieder safe, was das angeht. Dann habe ich schon mal genug Arbeiter für den Marktplatz. Brauche aber dafür natürlich Holz. Und wenn das organisiert ist, die Baustelle da unten, dann entlasse ich euch auch für heute wieder. Also, das ist schön. Dann kommt der Marktplatz hier oben hin. Genau, jeweils 3 Stück kann man davon bauen. Und die Bank dann daneben. Dafür brauche ich dann aber wieder mehr Arbeiter. Hier oben wäre es schön, wenn die Damen gleich mal wieder ein paar Veteranen ausspucken. Ich glaube, weil ich mich dann besser fühle, ich baue hier auch nochmal eine Radarstation hin. Die macht zwar einen großen Radius, die auch, aber hier sehe ich relativ wenig, gefühlt. Das einmal abreißen und da die Radarstation hin. So, die Farben brauchen noch einen Moment. Uiuiui. Ja, aber im Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden. Im Vergleich zu der Tiefster Wald, die erste Map, bin ich natürlich hier durch das mangelnde Platzangebot etwas limitiert und dadurch ist das ein bisschen komplizierter und ich habe die Map noch nicht leer. Ich glaube, in meinem letzten Spiel in Tiefster Wald hatte ich jetzt ungefähr zu dem Zeitpunkt die Map geklärt. Und war durch. So. Hier dauert das halt seine Zeit. So, Stein und Arbeiter. Das heißt, wenn die Gebäude fertig sind, sollte ich auch genug Stein haben, um dann die Bank auch in Auftrag zu geben. Ich meine, es lichtet sich alles langsam. Sobald ich dann auch vielleicht in der nächsten Session schon das Ingenieurszentrum habe und so Einheiten wie den Mutant, Titan oder Thanatos bauen kann, sieht das ja auch schon wieder ganz anders aus. Mit der Schlagkraft. So.
Ach komm, was soll der Geiz? Ich hab's ja noch. Ja. Kann man ja mal machen. Dann. Was? Achso, das ist die große Farm. Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall Mühlen. Weitere. Um die nächsten Gebäude adäquat zu versorgen. Da ist eine Harpy und ein Chubby. Wie heißen die hier? Schwabbel. Ja, das ist ein schöner Name. Auf Deutsch. Schwabbel. Da war ein Spitter. Und das soll es, glaube ich, für heute gewesen sein. Ja, reicht ja eigentlich auch erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir schauen mal, wie wir nächste Mal weiterkommen. Was kann man zusammenfassend sagen? Hier haben wir jetzt Hütten. Hier wird die neue Siedlung errichtet. Oder der neue Siedlungsteil. Hier haben wir dann unsere Verteidigung auch mal aufgerüstet. Einen ganz kleinen Abstecher nach hier oben. Um da ein zweites Defense Perimeter einzurichten. Das mache ich hier auch nochmal. Hier kommt bestimmt auch nochmal was vor, hinterher, wenn dann Ressourcenüberfluss herrscht. Ja, überall außen nochmal rum. Damit das auch alles ordentlich verteidigt ist. Habe ich gerade genug Ressourcen, um hier was zu machen? Nee, nicht wirklich. Nein, ist Quatsch. Ist Quatsch. Das ist aktuell die Situation. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr habt die Möglichkeit, hier auf dem Bildschirm jetzt auch noch auf Videos zu klicken, die ich sonst so produziert habe im Miniature Wargaming und Tabletop-Bereich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt They Are Billions. Danke, bis dahin. Keep on Wargaming.